Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Wir haben ja Super Fiesta. Wir haben zwei Leute, die keinen Fiesta spielen, also können wir es ruhig machen. Welcome to Nova. Schauen wir mal. Viel magischen Schaden. Wir könnten den Baum noch mitnehmen. Stichschaden haben wir gar nicht, ne? Wir haben gute Spawns. Die haben Stichschaden. Hätten Healing theoretisch. Könnten eine Drohne mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen die mit. Wir starten mit einem Windfalken, ganz klar. Wenn wir schon Super Fiesta haben, dann nutzen wir das auch. Ich mache Upgrade und dann gucken wir mal. Windfalke, Upgrade, keine Snail. Drüben sind Atom und Proton. Da auch. Yuzora und Wurzelqualle. Der ist auch durch. So, dann machen wir Folgendes. Könnten noch einen Windfalken bauen. Wir können aber eine Kettenfaust in den Split setzen. Zwei Stück. Das wird ein bisschen zu viel. Aber ist nicht so schlimm, egal wie viel ich verkacke. Also wenn es nicht ganz so viel ist, natürlich kriegt das Team ja mehr Knete. Machen das erstmal so. Ganz vergessen, dass ich Blume noch habe. Triple Snail. Ich habe auch einen Mana Ross. Okay, es war trotzdem viel durchgelassen. Die Snails waren zu fett. Kostet der. Perfekt, da können wir den gleich bauen. Weil der holt so kleine Krabben, die Stichschaden machen. Selber hat er magischen Schaden. Ist also gar nicht verkehrt. Den kann man auch mal upgraden für 260. Diesmal halt mal. On my way.
Gegner aber ganz schön durchgelassen. Aber die haben auch super Fiesta. Muss nur drauf aufpassen. Mach hier mal Upgrade. Den werde ich mal verkaufen. Einfach weil ich die Blume habe und gar keinen Split haben will. Gucken wir hier rein, hat minus 100. Aber er hat halt auch super Fiesta, ne? Ja, locker. Mega viele Atomlasers. Können wir ruhig noch Windfalken bauen. Wir holen noch einen Worker. Ganz einfach. Ja, hier werde ich auch verkacken. Hoffentlich kriege ich den einen noch. Das sieht nicht so aus. Nee. Leider nicht. Ich muss wieder mehr Fiesta spielen, damit ich wieder reinkomme. Pegasus. Machen wir doch King Upgrades. Für den Anfang immer die beste Option, gerade im 4 gegen 4. Weil sie sind uns alle voraus. Die besseren, die auch super Fiesta umgehen als wir. Ja, das sieht ganz gut aus. Kriegst du den noch? Bestimmt. Ja, sehr gut. Ich guck mal hier rein. Eine Wurzelqualle halt, ne? Aber da haben wir gut ausgehalten. Machen wir mal so. Not enough material. Der Crabomancer. Summon Pinsir. Gucken wir uns mal an. Ach so, auch einfach das nur lila. Mit mehr Schaden. Mit mehr Leben wahrscheinlich.
Voll mehr Krebs beschwören. Das ist voll okay. So, jetzt könnten wir hier mal ein Witwerken upgraden. Zwei neue Blöcke holen. Bleiben hier ganz entspannt. Schick mal einfach noch ein paar Schnecken rein. Für den Aufprallschaden. Ganz viele Wanderer gebaut. Ja, diesmal halte ich. Was machen wir jetzt? Wir könnten Witfalken upgraden. Wir können die upgraden. Und fertig. Ich werde es wahrscheinlich nicht halten. Ist kein Tank-Killer dabei. Gucken wir mal. Das ist eine gute Wave, die 16. Also viel, hat so viele von denen, Mensch. Übelst viele von diesen Proton-Atomen. Boah, übelst viel durchgelassen. Zeit für den Walker. Jetzt geht's an den King schon ran. Der so viel verkackt hat. Es hat nur einer gehalten. Machen das so. Ich will nicht unbedingt einen Helden, Aura. Ich habe hier viele Spawns. Die will ich nutzen. Auf 13 könnte ich probieren. Vorher macht der Rest keinen Sinn. Ich habe noch einen Auochsen drin. Wir machen hier Full Power Worker. Können wir mal so eine Blume hinstellen. Passt. Weg mit dem. Helden Gatling Gun. Neunzig bieten für mich.
Reise. Yes, Mira. Auf Tour. On my way. On my way. Shut down. Jetzt hat er hier die Tore ausgepackt. Was könnte man upgraden? Könnte theoretisch auch Fürsten bauen. Oder eben das, wie es mir vorgeschlagen wird. So. Das sieht gut aus. Sehr schön. Habe ich gehalten? Nö. Doch, ich habe gehalten. So, jetzt machen wir das hier. Und das. Blocker aufbauen. Das reicht. Einen kriege ich noch raus. Drachen geschickt. Einfach nur Income. Hat nicht gereicht. Naja, gut. Dann schicken wir halt einen Haufen Dinos rein. So. Mehr kann ich nicht. Auf 65 Worker. Wo sind Dinos und ein Unhold? Hey, wo ist der siebte? Kam noch raus, okay. Das heißt nicht so aus. Ich kloppe sich hier rechts. Alles in Worker stecken.
Tempelhexen. Das machen wir so. Da haben wir genug Stichschaden. Also nicht genug, aber ein bisschen was zumindest. Yes, my lord. Go, my little darlings. Gibt's eine Triple-Hexer? Put noch mit rein, Schnecke mit rein, Schluss. Auf Dinos geschickt. Mit Hexen hat er nicht gerechnet. Alles im Locker stecken. Viermal eine finale Form, den verkaufe ich jetzt mal und kaufe mir davon noch einen Worker. Da haben wir schon mal 99 am Start. Mega viel Dino-Holz. Und alles abgewehrt. Zeit für mehr Fürsten. Krieg sogar noch eine Hexe raus. Könnte noch einen Stich reinmachen. Nö, wir bleiben bei Blut und Hexe. Je nachdem, was rausgeht. Übelst viele Tore. Da kommen die Hexen nicht gegen Atem. Das war zu fett. Was haben die nicht? Jetzt haben die das rausgemacht, die blöden Pimmel. Gute Säcke.
Ich glaube, so, als spawnen die nicht mehr nach der 18. Sondern erst später. Naja. Ich will jedenfalls nicht noch mehr Worker. 114 reicht mir voll und ganz. Ich weiß ganz viele Fürsten des Todes. Mega viele Eier da. Mega viele Fürsten. Und Crab Lords. Achso, ich wollte schon sagen, da ganz schön wenig stehen, aber hier sind auch Schweine. Alles voll mit Seeschlangen. Oh, Hydras. Noch mehr Hydras. Hydras sind gern gesehen. Und Pyros. Pyros und Hydras. Oh, das sieht nicht gut aus für ihn. Alle Eier weg. Reingekackt, weil er zu gierig war. So, sieht doch gut aus. Wie kann man jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hades, ein Fürst des Todes und 5 von diesen Crab Lords. Auch vielleicht noch mehr Mana raus, damit die schneller spawnen, aber sieht doch ganz gut aus. Mega viele Tore und Schweine. Ja, die haben auch zwei Wellen noch geschickt. Bonusgold. Machen wir nochmal eine Rüste rein. Damit die Spawns schneller kommen. Ganz wichtig. Wir haben auch ganz viele Hydras gebaut jetzt. Eigentlich nur magischen Schaden, ja? Mehr brauchen wir nicht. Ja, komm, machen wir noch eine Blume hin.
Ich würde sagen 2600, aber ich sehe gar nichts nach Wechsen. Oh, guckt euch die Frokos an. Es leckt total. Oh, schaff's nicht. Kraken waren zu fett. Ah, guckt euch die Frokos an, die überlagern sich schon. Also ich komme durch, aber die werden nicht mehr ankommen. Bis dahin ist es vorbei. Ein Sieg! Sehr schön. Victory. Mega Frogus. Oh, das war schon krasser Shit. Das, das war's mit Wild Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt, wie immer. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.